Jesse, meine besten Freunde Olivia und Axel mit dabei. Oder etwa nicht? Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu unserem zu einem Neupart. Minecraft Story Mode Season 2 mit dem Zwergenfürst. Und dem Jesse Edmund und dem echten Jesse, Axel und Olivia und so weiter. Und Raider. Und fühlt sich an, als würden meine Ärmel den Blutfluss unterbrechen. Ja, das Ding scheuert an den bescheidensten Stellen. Ja. Ich will keine weiteren Ausführungen, bitte. Stellen wären. Bevor wir dorthin gehen, wenn es brenzlig wird, sollt ihr wissen, dass ich euch den Rücken frei halte. Sehr, ich kann und werde alles und jeden bekämpfen, der und sich mit euch anlegt. Du bist der Beste. So, aber ich glaube nicht, dass du gegen den Admin ausnimmst. Keine Gnade, keine Gefangene. Moment mal. Da waren doch sehr viele Gefangene, oder? Naja, ich weiß, dass du das kannst. Ich habe ja gesehen, wie du dich halsbrecherisch auf einen Enderman gestürzt hast. Ja, immer ein bisschen Vertrauen. Mit dem ist das hier Vertrauen nur ein blaues Öffchen. Ja, kein Ding. Danke, Jesse. Und als Jesse, euer Jesse, bin ich an die Arbeit. Er schwebt da so in der Luft rum und feiert sich selbst. Was für ein Sack. In unserer Haut. Hat der gerade ernsthaft einen Enderman gefangen? Pyrotechniker-Gewerkschaft, hä? Na dann wieder rein mit euch. Danke auch. Jetzt können wir uns ja um unsere Aufgaben kümmern, für die wir so qualifiziert sind. Nicht auffällig werden. Der versaut auch alles. Na, viel Glück mit deinem Feuerwerk. Feuerwerk, Werk. Ach, egal. Ich schnapp mir einen Eimer vom Haus. Bin gleich zurück. Ja. Der Hintergrund ist schon rot erleuchtet. Da scheint es scheinbar schon ein bisschen Feuerwerk gegeben zu haben. Ja. Was zum? Es gibt kein Feuerwerk. Nur Zeug. Komm schon. Ein Zeugwerk. Wer bitte plant so eine Veranstaltung ohne Feuerwerk? Das ist doch wie ein Geburtstag ohne... Siehst du? Der Admin ist ein Mensch. Genauso verrückt wie wir. Ja, er ist ein ganz großer Chaot. Ja. Aber was sollen wir jetzt ohne Feuerwerk machen? Der Admin ein Mensch. Ich schätze, dann müssen wir eben welches basteln. Wir bauen uns was. Material geben, um etwas Papier herzustellen. Dann brauchen wir nur noch Schießpulver und ein Feuerwerk. Ich weiß so, wie das herkriegen. Wir beobachten die Ausgänge und Bühne weiter. Nicht den Admin töten. Ja, das auch, aber Creeper töten. Da ich mich versprochen. Gut, Zeit fürs Bauen. Werkbank. Ja, noch haben wir nicht so viel. Wir können schon mal die Rezepte anzeigen lassen. Zeit fürs Bauen. Was gibt's denn so für Rezepte? Papier, Zucker, Feuerwerksrakete. Ja, ich würde mal sagen, wir bauen uns Papier. Ach so, das brauchen wir für die Sache. Alles klar. Dann holen wir mal die Zutaten. Zuckerrohr für Papier. Zerschlagen. So. Sehr gut. Das können wir gebrauchen. So, da oben war noch was. Bühnenwand. Mhm. Ganz Beacontown hat sich gewandelt. Ach, jetzt hören wir zu. Ich als euer Anführer das Zepter übernommen habe. Der Himmel ist blauer. Die Kühe glücklicher. Alles klar. Glaubst dir selber sogar, nicht. Dass es gar nicht möglich ist, mir genug zu danken. Halt's Maul. Wasser. Brauchen wir davon auch was? Das hier ist der perfekte Ort, um den Eimer aufzufüllen. Sobald ich ihn habe. Brauchen wir also doch.
Küber anstupsen im Gefängnis. Hoffentlich ist das nicht bescheuert. Hoffentlich explodiert er nicht außerhalb. Perfekt. Das Obsidian-Gefängnis hat standgehalten. Wie erwartet. Jack, was ist mit dir? Wie läuft das denn mit dem Feuerwerk? Ach, es läuft. Dieser Ort ist nur etwas chaotisch. Sei wie das edle Licht der Wahrheit und scheine durch das Dunkel des Chaos. Erst dann wirst du die Schatten vertreiben und dein Ziel erfahren. Das haben wir aber schon früher mitgekriegt. Ja, ich arbeite daran, das höre ich gerne, Freund. Kaputt ist. Ich halte weiterhin die Augen offen. Nicht nur chaotisch, sondern auch ein bisschen, ja. Bescheuert. Die Truhe öffnen. Was haben wir denn da Schönes drin? Oh. Das können wir bestimmt gebrauchen, oder? Oder können wir es nicht gebrauchen? Ist das nutzlos? Hier haben wir noch mehr Truhen. Eine Truhe auf einem Holzstück stehen. Ein Exemplar Holzblock. Von Lukas Buch. Der Besitzer der Truhe muss ein Fan sein. Ja, hoffentlich nicht der Admin. Petra, reden wir doch mal mit ihr. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Hörst du das, du Depp? Das beweist, dass ich das Großartigste bin, was euch je im Leben widerfahren ist. Ja, der selbstverliebte Spacko. Mathematischen Beleg an. Was für ein mathematischer Beleg. Nur noch ein bisschen. Und die Leute müssen ihm zuhören. Und halten ihn für mich. Das ist noch blöder. Ach du Schande. Wir müssen ihm schnell ein Ende bereiten. Die Werkbank. Haben wir schon alles zusammen oder müssen wir noch ein bisschen was suchen? Zeit fürs Bauen. Ja, das hast du schon zweimal gesagt. Das ist das dritte Mal. Ich fürchte, wir brauchen aber noch ein bisschen was. Sowas zum Beispiel. Feuerwerkssteine. Zum Bleistift. Sieht so aus, als hätten die Leute der Pyrotechniker-Gewerkschaft die Feuerwerkskracher schon abgelegt. Welche soll ich mir holen? Ah, welche Farbe soll es haben? Purpur. Blauer Stern. Orangener Stern. Grüner Creeper. Okay. Farbe des Feuerwerks. Interessant. Ich glaube, ich nehme Orange. Das gefällt mir am besten, aber Violett sieht bestimmt auch ganz gut aus. Purpur. Aber Orange, bitte. Sieht bestimmt ganz cool aus. Orange. Wenn ich mich recht erinnere, bildete das da eine geniale orangefarbene Explosion. Ja. Finde ich hübsch. Orange ist toll. Können wir nehmen. So, können wir schon bauen oder brauchen wir noch Materialchen? Gut, Zeit fürs Bauen. Brauchen wir noch ein kleines Materialchen? Rezeptpapier, okay. 6 Zuckerrohr haben wir. 1, 2, 3. Ja, brauchen wir gar keinen Zucker stellen. Können wir gleich das Papier nutzen. Hier gibt es nämlich auch ein Rezept für Zucker. Ja, wer es braucht. Die Feuerwerksrakete. In der Mitte Papier und links die Farbe, unten ist Dynamit. Vorher noch ein bisschen Zucker machen. Jupp. Etwas leckerer Zucker. Cool. Ja, warum nicht? Kann man gebrauchen. Entfernen. Ich will noch mehr Zucker machen. Versüßen wir uns den Tag. Gut, Zeit fürs Bauen. Ja. Ja, will nicht zu viel Zeit verschwenden, aber Zucker. Und eins haben wir noch. Zucker. So. Jesse, wir brauchen Papier, keinen Zucker. Ja. Ach, so. Hier. Ach so, ja, ich hab doch genug, ich hab doch Papier. So, jetzt hier Papier. Ach, wenn ich das verschwendet hätte, hätte ich jetzt Neues bekommen. Aha, verstehe.
So, Feuerwehrsrakete herstellen. Du kannst also Faserung und alles für Zucker verschwenden. Moment! Du bist nicht Glenn! Doch, bin ich. Ich bin Glenn. Oh, Vader! Nimm das! Vader, unser Retter. Ich beschütze dich. Was hab ich dir gesagt? Nice. Niemand trampelt auf Jesse rum. Vader, reiß dich zusammen. Du bist schlimmer als ein tollwütiger Bär. Ich wollte halt etwas wild sein. Ich bin ein unberechenbarer, wilder Raider. Zu wild. Viel zu wild. Okay, das wollte ich jetzt nicht direkt sagen, aber okay. Vielleicht? Hast du den Eimer? Vielleicht? Oh, ich hab den Eimer. Na komm, Arbeiter. Mach dich mal nützlich, Vader. Was soll ich bloß mit dem Kerl machen? Hast du uns das Leben gerettet, aber... Er soll einfach nicht im Weg stehen, okay? Schließ ihn am besten irgendwo ein. Verstanden. Viel Erfolg. Weggeschleppt. Danke, Vader. Jo. Okay, wir haben die Feuerwerksraketen. Wir machen hier mal ein bisschen Chaos. So, der Plan. Kann losgehen. Wir haben die Elytra-Flügel an. Das Feuerwerk ist bereit. Kann losgehen. Oh. Oh nein. Der Erdmann hat uns gesehen. Oh, Schande. Jesse. Hey, Jesse. Ja. Nicht unseren Plan sterben lassen. Ja, jetzt kann er sich natürlich nicht. Jetzt kann er seine Deckung nicht auffliegen lassen. Das ist gut. Und X. Wo ist kurz geflogen? Wusch. Orangenes Feuerwerk. Das sieht aber nicht so sehr orange aus. Das sieht grün und violett aus. Ach, Menno. Ich wollte orangenes Feuerwerk. Das war pink und grün. Ja, das ist pink und grün. Wo ist mein Orange? Da ist mein Orange. Nice. Wer feuert eigentlich die grünen und die violetten ab? Das frage ich mich. Oh, oben bleiben. Nicht runterfallen. Jetzt muss ich nur noch im Turm. Das auch. Perfekt. Genau, was ich gebraucht habe. Ausweichen. Erledigen wir ihn. Ausweichen. Da fällt er. Hoffentlich auf den Erdmann drauf. Das war knapp. Okay. Nee, das wird er wahrscheinlich nicht. Wasser am Arsch. Ja. Der Plan funktioniert. Hoffe ich doch. Nicht, dass der Erdmann jetzt hochkommt. Wird er garantiert, aber dass zumindest die Freunde erstmal hier hochkommen. Der Turm. Der finalen Herausforderung ist auch schon. Okay, ja, jetzt wird's knifflig. Das ist die finale Herausforderung. Das Ende. Kommt, gehen wir rein. So, machen wir den Admin fertig. Noch ist er zwar unten, aber ja. Irgendwas sagt mir. Dass er bald kommen wird und sich einen Kampf stellen wird. Okay. Ich bin nicht die Einzige, die diese ganze Stille ziemlich schräg findet, oder? Ja, dafür, dass wir gerade in den Turm des Edmund reingehen, ist es ziemlich einfach. Mal ein Wächter vor der Tür. Ja. Ich hatte irgendwie einen riesigen. Das ist eine Falle. Oder sowas in der Art erwartet, als wir hier angekommen sind. Ja, das ist definitiv eine Falle. Zu ruhig, wir werden kaum aufgehalten. Wenn es so still bei dem Versuch ist, dem Admin seine Kräfte zu nehmen, dann muss es eine Falle sein. Jupp. Ja, im Moment ist noch nichts von einer Falle zu sehen, aber ich werde die Augen aufhalten. Das ist eine Falle. Fast berühmtestes Star Wars Zitat. Ja, komm, hier ist es doch fast leer. Das ist safe eine Falle. Falliger kann es gar nicht sein. Das ist der Trap. Oh Mann, ich sehe da doch schon Leute mit Schwertern rumrennen. Wir sind eingekesselt.
Oh, shit. Oh, na, wer das? Mal, wer da ist. Oh. Ach, das sind doch die Doofleutens. Komm raus und spiel mit uns. Ach, die halten uns für den Admin oder was? Hey Leute, was läuft so? Haltet euch zurück, Ocelots. Lukas. Lukas. Scheint, als hätte sich das Blatt endlich gewendet, was, Jesse? Oh, wir können Mann. Nicht zulassen, dass du so weitermachst. Das reicht, Nell. Oh, oh Mann. Jetzt müssen wir beweisen, dass Leute, wir nicht Lukas, der echte Jesse sind. Ich glaube, ihr seid etwas nicht verwirrt. Der sind. Ich bin's. Oh, wir sind nicht verwirrt. Wir wissen genau, wer du bist. Oh, wartet mal, Leute. Schande. Nein. Jetzt da hat der Esmen unsere Freunde gegen uns aufgehetzt. Ich habe die Ocelots wieder ins Leben gerufen, weil ich alle daran erinnern wollte, wie es früher war. Vor allem dich. Aber denn der Jesse, den ich machtgieren. Ja, das tut er auch nicht. Lukas. Lukas. Also ja, ich habe deine Gefangenen befreit. Was wirst du jetzt machen? Das war ein, ja, und wir wollen auch ein nicht, hinterhältiger Lügner. Lukas, kannst du bitte mal für zwei Sekunden die Klappe und hör mir zu. Und mich die Sache erklären lassen? Das ist der neue Jesse, den ich in letzter Zeit sehr genau kennenlernen durfte. Nein! Alles, verdammt, was ich euch gesagt habe, seit ich vom Eispalast zurück bin, war eine Lüge. Der Admin hat mich in einem Gefängnis unter der Erde eingesperrt und meine Identität angenommen. Dann kam er hierher und tat und wie so, als kann ich das beweisen? Dass, nein! Woher sollen wir wissen, dass das kein Trick ist? Das ist kein Trick, mein Freund. Auch ein Beweis. Das ist doch nicht zum ersten Mal passiert. Er hat das Gleiche mit meinem Freund Voss gemacht. Ja. Das haben wir ja gesehen. Der liebe Herr Voss. Ist das wirklich wahr? Nee, der Voss. Sorry, ich bin mal ein bisschen verwirrt. Ach komm schon, Lukas. Du weißt doch, dass ich nicht der Typ für autoritäres Gehabe bin. Dafür bin ich viel zu entspannt. Das ist wahr. Okay, ich habe zu spontan gewählt. So, nachdem wir das jetzt geklärt hätten, was um alles in der Welt machen wir. Aber glaubt mir. Moment. Glaubt mir, das warum ist gut. Hier? Wir versuchen etwas zu erreichen, das Terminal genannt wird. Wir haben auch ein Passwort. Kartoffel. Mit dem man dem Admin scheint. Und eine Zahl, die ich mir nicht gemerkt habe. Die ich mir jetzt wahrscheinlich das merken musste. War mir alles ein bisschen zu hoch. Ja, so ein Teil. Ich wusste doch, dass das kommt. Kartoffel. Und eine Zahl. Naja. Kommen wir erstmal bis dorthin. Sieh sich das mal einer an. Romeo scheint Jesse-Andenken zu sammeln. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit. Aber es wäre vielleicht klüger, was Passendes anzuziehen. Du hast recht. Ja. Redstone-Aufstand. Goldener Goliath. Ach, das sind die ganzen Rüstungen, die bei uns rumstanden. Ich glaube, ich hatte die hier an. Ellegards Rüstung. Na, das wäre nice. Die schwarze Rüstung hatte ich schon mal an. Ellegards Rüstung, das müssen wir zum Finale anhaben. Einfach als Erinnerung an die alten Zeiten. Staffel 1. Es muss so sein. Ellegards Rüstung. Der Macht von Ellegard. Ja. Es ist Zeit, diesem Admin mit Hilfe der Wissenschaft einzuheizen. Mit Ellegards Rüstung in den Kampf. Jetzt du aus, so muss das sein. Hast recht. Oh, danke, Leute. Außerdem ist die Rüstung braun. Es ist Zeit, das zu das Ende passt. Zu bringen. Braun und Gold und schwarz und rot, das ist meine Rüstung. Dann habe ich die auch damals gewählt. Dafür ist Ellegard draufgegangen. Es tat mir leid, aber. Oh, ja. Hallo. Oh. Dich hatte ich nicht erwartet. Der Edmund. Oh, Mist. Was unser hast Endgegner. Du vor, Jesse? Auf ihn mit Gebrüll. Aber das ist auch ihn mit Gebrüll. Ja, Zwergen. Zwergen-Taktik. Das war vielleicht. Ja, das war. Nee, nein, nein, nein. Oh, scheiße. Die Geschichte verändert sich. Das war eine scheiß Idee. Oh, ja. Ja. Das war nicht klug. Jetzt bin ich alleine da. Ich bin sowas von wütend, dass du zurück bist. Ja. Zwergischer Impuls. Ich hatte super Laune, als ich das gehört habe. Reden. Nicht reden, drauf losstürmen. Schlecht.
Du bist voll drauf reingefallen. Gäbe es einen besseren Weg, sich direkt unter deiner, meiner Nase nach Beacontown zu schleichen? Oh, du selbstgefälliger, arroganter, unbedeutender... Das sagt der Richtige. Was genau willst du erreichen, wenn du mich so herausforderst? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin etwas mächtiger als du. Das glaubst auch nur du selber. Ich will die Sache bereden. Von Jesse zu Jesse. Wer will hier reden? Was soll das bringen? Sowas machen nur einfach von hinten das Schwert in der Brust stecken. Coole Leute regeln ihre Meinungsverschiedenheiten mit... Nein, du wirst jetzt nicht reden. Du wirst jetzt den Mund halten und zuhören. Halt's Maul und hör zu. Aha. Du hast mir gar nichts zu sagen. So läuft das nicht. Ich bin der echte Jesse. Da sehen wir es. Romeo. Weißt du was? Es ist gut, dass du wieder da bist. Jesse, du bist wieder böse. Unerträglich. Ja? Tja. Ich hasse es, du zu sein. Deine Leute, deine Freunde, die sind so anhänglich. Und ständig wollen sie was. Ich muss mir ihr blödes Gerede jeden Tag anhören. Tja. Und ständig wollen sie. Dann solltest du es vielleicht lassen. Sollst du meinen Körper in Ruhe lassen? Sollst du nicht so tun, als wärst du ich? Interessiert es, was ich will? Es heißt immer nur, kann ich Eisen haben? Ja. Oder ich brauche etwas Gold. Das ist wohl die richtige Antwort. Als Anführer läuft das ebenso nicht. Du warst einfach egoistisch. Die ganze Zeit. Und vor allem bin ich unheimlich enttäuscht. Es ist. Ja, soll er es doch nicht vergessen. Am Anfang hat es Spaß gemacht. Ich habe ihnen meine unglaublichen Kräfte demonstriert. Sie haben gelacht. Ich habe gelacht. Ja, der Typ ist. Sie, dass ich das ständig mache. Plim. Du hast mir nicht mal Tassen im Schrank. Ich glaube langsam. Ja, doch alle Schrauben locker. Jesse zu sein. Ja, das wäre mal eine gute Idee. Du weißt schon, das Original? Das ist vermutlich die beste Lösung. Ja. Ich bin echt froh, dass du das so siehst. Denn ich halte das für eine gute Idee. Dass du nicht mit Jesse bist. Ich weiß das zu schätzen. Beste Idee, die du je hattest. Das war ja alles nicht mit Jesse zu sein. Und wir alle haben sicher etwas daraus gelernt. Was ich mir auf jeden Fall für das nächste Mal merken werde. Das nächste Mal? Es gibt kein nächstes Mal. Die nächste Welt, die ich bauen werde, nachdem ich deine mit Grundgestein überzogen habe. Wir werden dich auslöschen. Dieses Mal werde ich alles richtig machen. Ey, was? Moment. Grundgestein über diese Welt ziehen? Und ich bin alleine, meine Freunde sind weg. Ach du Schande. Im Alleingang gegen den Edmund. Dit ist... Ja, das war eine blöde Idee. Ich sehe es ja ein. Dinge, die ich von dir gelernt habe. Vielleicht setzt dich gibt dieser Welt noch eine Chance. Romeo, bitte, gib dieser Welt noch eine Chance. Nur noch eine Chance. Obwohl, stirb du Bastard. So ist es leichter für mich. Warum? Wir haben doch ein Schwert bei uns. Einfach wirf das Schwert. Wirf das Schwert ihm einfach durch die Brust. Fertig ist es. Die Freunde sind zurück. Er hat uns einfach wieder in die Gänge gesetzt. Okay. Was? Grundgestein. Jetzt sind wir wieder unter dem Grundgestein, oder was? Ja. Jetzt sind wir unter dem Grundgestein und über dem Grundgestein. Also unter dem Grundgestein, über dem Grundgestein. Ja. Oh, Schande. Was zum Geier. Ich weiß nicht, wie man das aufhalten kann. Wie sollen wir das aufhalten? Ich hoffe, man kann den Terminal Space finden und ihm seine Kräfte nehmen. Na dann, aber bitte schnell. Der Admin sein Portal zu diesem Terminal-Ding. Los, komm schon. Wir müssen das Portal erreichen, bevor sich das Grundgestein schließt. Na komm, macht schnell, Leute. Hinauf.
So, Quicktime-Event. Zack, hoch. Puh. Lukas, nein. Nein, Lukas. Oh nein. Wir haben Lukas verloren. Er rennt, Leute. Hinauf. Lukas ist unten. Nein. Los, durch da. Attacke. Wow. Durch die Matrix. Allee. Wo sind wir hier gelandet? Wir haben es geschafft. Wir sind hier. Im Zentrum des Bösen. Aber wir wissen nicht, wo hier ist. Ja. Das End? So sieht's fast aus. Ja. Ein klein wenig. Ach du Schande. Es wird jetzt nicht abgespaced. Die Uhr? Aus dem Turm des Admins? Ich so schaut's habe aus. Den Koloss gefunden. Dieses Schwelgen in Erinnerung ist ja nett, aber wie finden wir dieses erste Terminal? Das erste? Das heißt, es gibt mehrere davon? Hier ach du Schande. So viel Zeug. Ja, es ist schwer, das alles zu durchschauen. Hashtag Kartoffel 451! Hätte ja sein können. Es war ein guter Gedanke. Passwortprotokoll initiiert. Er ist es! Was? Oh, nur noch mehr von seinen dämlichen Aufnahmen. Du hast Passwortprotokoll gewählt. Oh, das ist ein automatischer Assistent oder sowas. Vielleicht klappt's. Willkommen im Terminal Space. Kartoffel 451. Ich glaube, das müssen wir uns nicht merken. Hat's gerade von selbst gesagt. Und? Wollen wir? Ja, dann mal auf in die Untiefen des Admin-Palastes. Er richtet diesen Assistenten. Aber er ist der Einzige, der je herkommt? Das automatisierte persönliche. Das ist ein bisschen, ja, wenn man sich recht überlegt, ist das ein bisschen. Ja. Bescheuert, bekloppt, verrückt. Der Admin halt. Mann. Als er das also alles entwickelt hat, hatte er immer noch gehofft, dass seine Freunde auch hier kommen. Oder das. Aber vielleicht ist er einfach nur bescheuert. Alles klar. Das sieht ein bisschen wahnsinnig groß aus. Kartoffel 451. Wir müssen uns doch merken. Sehe die Nummern. Bitte gib dein Passwort ein, um ein neues Programm zu starten. 451 machst, oder? Das ist alles zu hoch für mich. Wir haben es vorhin gehört. Eben gerade haben wir es noch gehört. Das Passwort sein. Ja, Kartoffel 451. Okay, merken müssen wir uns doch nicht, aber ja. Verwenden. Kartoffel 451. Block entfernen. Dann vermute ich mal, erster Block. 4. Zweiter Block, wo ist die 5? Hier war sie, glaube ich. Und die 1 ist da unten. 451. Da stimmt was nicht, glaube ich. Haben wir aber gemacht. 451. Da muss noch eine Kartoffel rein. Da ist bestimmt eine Kartoffel drin. Oder ist was? Es leer? Leer? Warte auf Material. Ich meine, das Ding redet von der Kartoffel, oder? Klingt einleuchtend. Kartoffel? Bitte? Erfasse Kartoffel! Okay. Danke. Wenn das mal klappt. So einfach kann das ja nicht sein, Moment. Oder? Zwei Kartoffeln? Ja, eine normale und eine vergiftete.
dann ist bestimmt die Vergiftete richtig. Das Passwort hat nichts von einem Gift erwähnt. Aber da war dieses komische Hashtag-Ding. Vielleicht bedeutet das etwas. Ja, ich glaube nicht, dass das Symbol jemals wirklich etwas bedeutet. Wir müssen herausfinden, welche richtig ist. Hashtag hat nie irgendwie was bedeutet. Ja, richtig, aber dem Admin würde ich es zumuten. Da. Vergiftete Kartoffel platzieren. Und los geht's. Ich muss noch den Rest des Passworts angeben. Ich weiß erst, ob das stimmt, wenn ich es probiere. Ja, haben wir doch. 4, 5, 1. Fertig. Da stimmt was nicht, glaube ich. Vielleicht andere Kartoffel reingeben? Vielleicht klappt es so. Könnte ja sein. Kartoffel 451, das wäre einfach, aber. Ich weiß erst, ob das stimmt, wenn ich es probiere. Das wäre einfach zu einfach, aber. Wir haben so viel im Inventar. Da stimmt was nicht, glaube ich. Ach, die Lava da oben. Vielleicht muss die erst nach 4. Dann nach 5 und dann nach 1 oder was? Ach, da ist gar keine Lava dran. Da ist die Kartoffel drin. 4, 5, 1. Hashtag Kartoffel 4, 5, 1. Ein Hashtag können wir daraus nicht machen. 4, 5, 1. Oder so, 4, 5, 1, oder, ich weiß nicht, 4, 5, 1, vielleicht so hier, wäre eine Möglichkeit. Da stimmt was nicht, glaube ich. Das Rätsel. Was ist das für ein Ding? Und was hat das mit Kartoffel 451 zu tun? Gute Frage. Hinweise? Polierter Diorit. Okay. Hat wer eine Idee? Ich meine, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Ich werde es zwar erst später sehen. Nicht helfen. Aber ja. 4, 5, 1. 4, 5, 1. Vielleicht ganz einfach so. 4, 5. 1 auf dieser. Da stimmt was nicht, glaube ich. Ja, wir haben nur Stein und wir können da nichts reinschüttern. Inventar. Alle löschen. Oha. Jetzt haben wir alle weggemacht. Vielleicht ist das ja die Lösung. 4, 5, 1. Da eins hin. Oh, das ist cool. Das ist schon grün. Da müssten wir aber... verstehe. Auf Höhe 4 hin drauf bauen. Nee, auf Höhe 5 in diesem Fall. In die Mitte. Na, das macht Sinn. Ja. Ach so, das muss natürlich so hoch sein. Der Turm so hoch. 4, 5, 1. Alles klar. Gar nicht so schwer. 4, 5, 1. Richtig, okay. Haben wir hingekriegt. Das klingt doch nach einem Fortschritt, oder? Gar nicht so schlecht. Papagei-Party-Protokoll initiiert. Papagei.